Monty hat uns verlassen. Der allererste Hund, den ich in diesem Land gerettet habe, ist heute von uns gegangen. Monty wurde 2013 gerettet. Ich war gerade nach 20 Jahren Abwesenheit in mein Heimatland zurückgekehrt. Ich begann in London, lebte in Paris, um die Welt und verbrachte viele Jahre in der Türkei. Nach all dieser Zeit kehrte ich nach Spanien zurück und Monty war der erste Hund, den ich gerettet habe, als ich hier ankam. Jemand bat mich um Hilfe aus einer der südlichen Provinzen, aus Murcia. Es gab einen Hund, der von einem Auto überfahren worden war oder so etwas. Es war wahrscheinlich ein Verkehrsunfall und Monty war schwer verletzt. Er hatte so viele Brüche. Ich hatte noch nie so viele Brüche bei einem Hund gesehen. Vergesst nicht, das war 2013. Das ist jetzt 9 Jahre her. In jenen Tagen war ich nicht daran gewöhnt, multiple Frakturen zu sehen, wie ich es seitdem gesehen habe. Ich hatte nicht die Erfahrung, die ich jetzt habe. Wir hatten noch nicht mit den Tierärzten gearbeitet, mit denen wir jetzt arbeiten. Und dieser Fall sollte ein Wunder werden. Wenn er überlebte, wäre es ein Wunder. Als wir seine Röntgenbilder sahen, war alles gebrochen. Armer Kleiner, sage ich euch, das allererste Mal, als ich ihn sah, als mein Bruder Jairo ihn in den Armen hielt und wir diese Röntgenaufnahmen machten, konnten wir sehen, mein Gott, so vieles war falsch. Die Hüfte war zertrümmert, das Bein war zertrümmert, es gab so viele Brüche in jedem Bereich. Wir wussten, es würde ein Wunder sein, wenn er es schaffen würde, aber wir mussten es versuchen. Denn wenn man einmal in das Gesicht eines Hundes schaut, ist das ein Engagement fürs Leben. Entweder das, oder man hat wirklich absolut keine Ahnung, was zu tun ist. Und dann lassen die Leute die Hunde sehr oft einschläfern. Aber wir wollten es versuchen und wir haben es getan. Und ich bin so glücklich darüber, denn seit 2013 hatte Monty ein erstaunliches Leben. Du bist der Beste, schau dir das an. Alles war gebrochen, das vordere Bein gebrochen, die Hüfte gebrochen, das Kreuzbein gebrochen, alles. Schau dir das an. Nachdem er im Krankenhaus gelebt hatte, erholte er sich. Wir brachten ihn in eine Unterbringungseinrichtung, wo er ein paar Jahre lebte. Und ich sage euch, was für ein unglaublicher Hund. Wirklich, er war lustig, er war freundlich, er verstand sich mit jedem. Ein super Hund. Schließlich wurde er adoptiert. Wir fanden ein Zuhause für ihn in Norwegen. Aber ich sagte der Familie, schaut, das ist ein sehr spezieller Fall. Denn nach allem, was passiert war, war Monty inkontinent. Das bedeutete, er konnte seinen Urin nicht kontrollieren. Aber es fielen immer ein paar Tropfen. Und für manche Leute ist das ärgerlich. Nun, sie sagten, okay, ja, klar, wir wissen, wir können das. Also brachte ich ihn nach Norwegen. Ich reiste mit ihm, um ihn in ein wirklich tolles Zuhause in Norwegen zu bringen. Und ich ließ ihn dort. Und ich dachte, es war großartig. Und ich dachte, okay, das ist es. Er kam nicht sehr gut mit der Katze aus. Aber mal sehen, was passiert. Wisst ihr, es war ein wirklich großartiger Ort. Leider wurde Monty eine Woche später zurückgebracht. Er musste aus Norwegen zurückkommen. Aus 2 Gründen. Nun, er kam nicht mit der Katze aus. Definitiv hat er sie nicht toleriert. Und zweitens, diese kleinen Tropfen Urin. Sie waren zu ärgerlich für die Familie. Sie hatten Teppiche und sie hatten einfach, wisst ihr, Holzböden. Es hat einfach nicht funktioniert. Also nahmen wir Monty zurück und übernahmen die Verantwortung für ihn, fürs Leben. Monty hat all diese Jahre
bei uns im Pink House gelebt. Zusammen mit seiner besten Freundin Hope hat er, das war's. Er hatte ein großartiges Leben. Nichts. Ich meine, er war nie krank. Er musste nie aus irgendeinem Grund ins Krankenhaus. Kleinere Probleme mit einer seiner Pfoten, weil er keine gute Kontrolle über die Position der Pfote hatte. Also musste er ab und zu dorthin gehen, um seine Verletzungen behandeln zu lassen. Aber ich sage euch, er hat ein erstaunliches Leben gehabt, bis vor 2 Tagen. Vor 2 Tagen fühlte er sich schlecht. Er erbrach sich. Er trank viel und zeigte Anzeichen von Nierenversagen. Wir brachten ihn ins Krankenhaus und tatsächlich hatte er viel Gewicht verloren. Er fühlte sich nicht wohl. Es war ein fortgeschrittenes Stadium des Nierenversagens. In den letzten 3 Tagen haben wir uns ihm gewidmet. Er war von allen, die er liebte, zu Hause umgeben. Alle seine Freunde, alle Hunde, jeder konzentrierte sich auf Monty. Aber heute Morgen war es zu viel für ihn. Ich wusste, dass es Zeit war, ihn gehen zu lassen. Also brachten wir ihn ins Krankenhaus, brachten ihn hier zu Juan, unserem vertrauenswürdigen örtlichen Tierarzt. Und umgeben von seinen Freunden hat er uns verlassen. 2013, das sind 9 Jahre mit uns gewesen. In jenen Tagen hatte ich nicht einmal meine Kinder. Ich kannte nicht einmal deren Mutter. Es war der Anfang von allem für uns hier in Spanien. Und Monty hat alles durchgemacht, was wir durchgemacht haben. Die guten Momente, die schlechten, die Enttäuschungen, die Freuden. 10 und 10 und 10 Rettungen. Er war ein erstaunlicher Hund, mit dem man zusammen sein konnte. Er war so freundlich. Er war Hopes bester Freund. Und jetzt sind alle am Boden zerstört. Es wird uns ein paar Tage dauern, uns zu erholen. Die Hunde werden sich wahrscheinlich schnell erholen. Aber Monty wird für immer in unseren Erinnerungen bleiben. Man vergisst einen Hund wie ihn nicht. Eigentlich vergisst man keinen Hund. Monty. Ich muss sagen, ich war bei ihm. Von Anfang an und bis ganz zum Schluss. Er ist jetzt ein Teil meines Lebens, so wie er ein Teil von eurem ist. Ruhe in Frieden. Danke.